Hallo und herzlich willkommen zurück bei Let's Play The Long Dark. Es ist ein neuer Hotfix draußen, nämlich der Hotfix 2.0, wie man gerade kurz erkennen konnte. Und wie in der letzten Folge versprochen, starten wir diese Folge vor dem Kühlschrank. Ich habe mir mal ein wenig die Update-Logs angeguckt und da war einiges Interessantes drin. Zum Beispiel wurden die Orte der Wölfe ein bisschen angepasst, wo sie spawnen, sodass wir jetzt nicht mehr so von Dramen und Wölfen umzingelt sein sollten. Sieht doch bisher ganz gut aus. Ja. Ich würde gerne mal was finden, was man ernten kann. Weil das gäbe es wohl seit 2 Updates. Ist hier noch was man mitnehmen könnte? Fleisch, Haut brauchen wir nicht, Darm brauchen wir auch nicht. Okay. Sieht auf jeden Fall schon ruhiger aus hier. Wenn ich mich richtig erinnere, war beim letzten Mal hier noch alles voll. Was sie denn? Und es sollen wohl einige Sprachfehler, also Übersetzungsfehler fürs Deutsche gefixt worden sein. Leider nicht alle. Okay, ist auch schwer, alle zu finden. Den Weg kennen wir noch nicht. Aber ich denke mal, es ist ganz praktisch, jetzt so ein bisschen weiter zu ziehen. Hauptsache, dass wir merken, wo wir herkamen. Was gibt's hier? Die atmet so laut. Ist neu. Hier ist kalt. So kalt ist hier gar nicht. Da vorne ist aber eine blaue Hütte. Da wollte ich jetzt hin. Es soll so Pflanzen geben, die man ernten kann. Und das soll es sowohl hier als auch drüben am, wie heißt der auf Deutsch? Am Zaubersee? Ja, Wundersee müsste das heißen. Auf jeden Fall auch bei der anderen Map soll man auch was ernten können. Gehen wir mal hier rein. Ein Wohnwagen soll das darstellen. Machen wir mal Licht an. Sonst sehe ich hier nichts. Best be prepared for anything. Oh Gott. Machen wir das mal so. Ist zwar schön, wenn man sie versteht, aber man muss es ja nicht übertreiben. Dass man das nicht mitnehmen kann. Ich meine, ist ja jetzt nicht so, dass wir davon genug hätten, aber ist ja trotzdem ganz nett. Meine Dose. Probably useful. Und das war's doch schon. Dürre Hütte. Das war's. Mach mal aus. Und raus hier. Und die Ladezeiten sollten eigentlich beschleunigt worden sein. Also die Ladezeiten zwischen Wildnis und Gebäude. Habe ich jetzt so nicht gemerkt, aber... Wer weiß. Sieht auch schön aus. Jetzt noch Skier in dem Spiel und alles wäre gut. Oder Snowboards. Was ist das da vorne? Sieht aus, sieht nach Baum aus. Stille Lichtung. Ja,
Was? Stopp. Hilfe. Cool. Aha. Da haben wir doch was zum Ernten. Mal hier hoch. Ach, wahrscheinlich aber. Ist anscheinend nicht so gedacht. Irgendwie eisig der Boden hier. Laufen wir hier mal lang. Da vorne ist eine Hütte und ich glaube mal, dass wir hier schon mal waren. Also in der Hütte da vorne zumindest. Wäre zumindest praktisch, denn dann wüsste ich so in etwa, wo ich gerade bin. Schauen wir mal. Aber so bekannt sieht das Gebäude gar nicht aus. Küstenhaus. Ja, waren wir tatsächlich noch I'll nicht. take it. Wasserflasche? Nehmen wir mit. Machen wir Licht an. Sonst sehe ich doch nichts. Nee, nächster ist das. Ja, Störung war das. Nee. Eine Dose. Ja. Never know. Could end up being useful. So ruhig hier. Das ist schrecklich. Ein komischer Teppich. Okay. Hey, das war mein Spruch. Es war auch schön, mal wieder ein neues Gebäude zu finden. Hier ein bisschen vollladen. Mit Zeugs. Das ist praktisch. This will come in handy. Das Kratzschatter sind immer gut. Nichts. Aber gleich mal gucken, was man so mit den Antiseptikum und jetzt überladen. Das ist doch nervig. So, dann können wir gleich mal die erste Neuerung betrachten. Wenn wir in diesem Inventar sind und irgendwas zu uns nehmen. Zum Beispiel eine Gipfelbrause. Schließt sich das Inventar nicht. Das ist ganz praktisch. Da wir so nicht immer reinklicken müssen, wenn wir irgendwas nutzen möchten. Ja, das war Hundefutter. Ich wollte eigentlich aufmachen und nicht aufschlagen, aber. Naja, egal. So, damit geht es uns wieder ein bisschen besser. Und gar nicht mehr so viel Hunger. Einmal Streichholz nehmen. Reicht aus. Ja, gar nichts hier. Was für eine Hütte. Was war das für ein Streichholz? I think I can use this. Eine Camo-Weste. Wir müssen gleich noch einkleiden. Die Weste müssen wir eigentlich drüber ziehen können.
wäre klasse. Oh, Schuhe. Ganz einfache Schuhe. Wie war das hier noch? Best to be prepared for anything. Noch ein Schal. Doch, ein bisschen was sehen mit diesem Ultra-Streichholz. Klowasser. Alles nehmen. Knapp 2 Liter Wasser aus der Toilette. Das ist immer ganz praktisch. This stuff will come in handy. War hier was drin? Nein. Nein. Und dies. Dann können wir jetzt mal ein bisschen unsere Ausrüstung angucken. Unsere Klamotten. Der hier kann weg. Das kann auch weg. Erlegen. Thermoweste. Anziehen? Nein. Ach, Cabana ist deine Weste. Interessant. Hat eigentlich ja nicht, aber. Gut. Können wir die auch zerlegen? Brauchen wir nicht. Schuhe bringen so irgendwie gar nichts. Außer Leder. 1,5 Stunden. Um Schuhe zu zerlegen. Oh. Das ist doof. Klasse. Da geht es natürlich aus dem Inventar raus. Unpraktisch. Packe ich hier mal unser Wasser rein. Davon haben wir eigentlich ziemlich viel. Es reicht ja, wenn wir 2 Liter Wasser mit uns rumschleppen. Sollte den Tag eigentlich ausreichen, möchte ich behaupten. Das Wetter ist noch schlechter geworden, als es ohnehin schon war. Da unten müsste es zurückgehen. Also zu dem Gebäude, wo wir herkamen. Dann gehen wir mal hier lang. Danke. Dieses Haus kommt auch nicht bekannt vor. Oder? Doch. Ich glaube, hier waren wir schon mal. Wenn ich jetzt noch was sehen würde. Ach, gehen wir mal hier lang. Oh, machen wir also auch mal nicht. Ich weiß nicht, ob das jetzt gut ist. Ich habe gar keinen Brennstoff. Wie sieht unsere Lampe aus? Gar nicht mehr so stark gefüllt. Nein, da liegt nichts. Sah gerade so aus. Kräutertee. Probably useful. Noch mehr Lampenöl, das ist immer gut. Nächstes ist auch immer praktisch.
Sind wir schon wieder überladen? Und sollten uns einen Kunden... Oh. Sollten uns im Grunde schon wieder... Wow. Zurück zu unserem... unserer... ja, Leibe begeben. Wobei, was liegt da rum? Ja. Could end up being useful. Da liegt eigentlich ziemlich viel rum, was wir gut gebrauchen können. Zweites Brecheisen müsste da liegen. Zweites Ei, wenn mich nicht alles täuscht. Die Uhr da links geht gar nicht mal so richtig. Der Mensch sah gerade ein bisschen kopflos aus. Ist er aber wirklich nicht. Okay. So. Machen wir das Licht mal wieder aus. Braucht man nicht immer. Das da. I think I can use this. Wollsuppen. Gleich mal unsere Klamotten reparieren. Komplett auf 100% hoch. Was hat er so? Yay. Hm, this will come in handy. Also geht immer noch nicht. Machen wir nochmal ein Streichholz an. Zeitung wird mitgenommen. Wasser brauchen wir jetzt gerade nicht. Okay. Dann setzen wir uns mal hin. Quasi. Hab ich jetzt vergessen. Nein. Gehen. Zerlegen. Ja. Okay, wenn wir fertig sind mit dem Zerlegen, dann können wir uns auch wieder ins Bett legen. Kann auch weg. Warum denn nicht? Ja, weg damit. Mit dieser imaginären Schere. Wo weg? Und die Wollsocken kommen auch noch weg. Ja. Können wir das hier nochmal nach Zustand sortieren? Und anfangen, alles zu reparieren. So, mit nichts lässt sich das bestimmt gut machen. Brauchen wir erstmal ein Nähset auf. Reparaturfertigkeiten erhöhen. Gegenstand ist ganz repariert. Sieht auch nicht so aus. Achso, war ein Thermostiefel. Ich dachte, das hätte automatisch auf das nächste Item gewechselt. Reparieren. Fehlgeschlagen? Der Wahnsinn. Dienst reparieren.
Wir sind durstig, da können wir gleich mal unser Wasser aufbrauchen. Ach ja, ich mache einfach alles. Wir haben ja genug Stoff. Dass das nächste kaputt ist, ist nicht so wild. Wir haben davon ja genügend. So, das wird auch noch repariert. Und schlussendlich auch die Fäustlinge. Das sah gerade sehr beängstigend aus. So, wir haben ziemlichen Durst. Trinken also gleich mal 3 Liter Wasser. Essen noch was, bevor wir ins Bett gehen. Und legen uns dann mal ein wenig schlafen. So 10 Stunden, 11 Stunden, denke ich mal ganz gut. Und damit verabschiede ich mich von euch. Bis morgen dann. Auf Wiedersehen. Tschüss. Ich hoffe, euch hat auch diese Folge sehr gefallen. Lasst es mich wissen, schreibt in die Kommentare. Ich freue mich darüber. Schaut doch auch bei unseren anderen Videos vorbei, wie Dark Souls Let's Play und Let's Play Your Game. Es ist sehr empfehlenswert. Wir sehen uns dort. Willkommen zurück. Wir stehen hier vor dem Bett und müssen uns erstmal wieder trinken und essen. Die Gartenforelle kann man mal essen, nimmt ziemlich viel Platz weg. Das kann man natürlich auch mal öffnen. Wieso schlage ich den anderen auf? Naja. So, das ist super. Dazu die Traubenlimo. Und noch ein Schokoriegel. Das rohe Kaninchen sollten wir noch garen. Im Endeffekt können wir es ja noch kalt essen, wenn ich so will. Wie sieht unsere Ausrüstung aus? Ziemlich voll. Kann hier nicht ein Kamin? Da ist der Kamin. Können wir 3-mal Altholz sammeln? Feuer machen.
Kannst dir auch ruhig mehr Mühe geben und das schneller machen. In deiner Zeit. Das ist nur noch ein dummer Spruch dabei. Ich soll dir ein Feuer geben. Das kann ich mir sagen. Wenn die Pfirsiche gar... Wäre krass, wenn man da auch gleich alles machen würde. Aber die Tomatensuppe können wir machen. Wissen wir das noch. Weil die schmeckt bestimmt warm. Bei den Pfirsichen bin ich mir nicht so sicher. So schlecht kann es denn sein? Mich interessiert mal, was aus dem Pilz geworden ist. Hier sein. Ja. Ne, das ist die Tasse Kräutertee. Kaninchen. Diesen Pilze. Ein großer, ungünstiger Pilz, der hauptsächlich an Nadelbäumen wächst. Haben wir den. Moment mal. Ach. Daraus macht man Tee. Interessant. Das ist ganz cool. Wie die auf die Idee gekommen ist, dass man das als Antiseptikum nutzen kann, ist interessant. Hatte sie wahrscheinlich früher mal irgendwo gelernt. Oder das Allgemeinwissen. Lackporling. Pilze. Wenn man die kocht, wird antiseptisch. So, der Hund. So, und das wird der Hund. Das ist unser Hautarten. Nein, das ist nicht unser Hund. Ich hätte mich noch ganz sehr stark gewundert. Aber da vorne müsste eigentlich noch ein Futter runter. Weil das hier sieht jetzt schon wieder so aus, als wäre das. Wo wir die ganze Zeit rumgelaufen sind. Ach, ja, gut. Den gehen wir mal kurz in unser Haus. Jetzt unser Haus. Hier war ein bisschen Kaffee drin und ein bisschen Trinkwasser. Das haben wir hier. Das Wasser behalten wir mal. Eine Kräuter kriegt man auch über. Die Garten Kaninchen behalten wir auch mal. Kaffee drüber auch. So, was haben wir hier eigentlich? Ja, so. Eisen, was Hans, Anfangswerkzeug, Haken, Mace-Set.
Teile können wir wieder reinpacken. Werkzeug. Noch ein besseres. Nein, haben wir nur eins. Wieder rausgehen. Moment. Da wir ja hier sowieso relativ häufig sind, ich vorhabe hier relativ häufig zu sein, könnten wir noch ein bisschen mehr Zeug ablegen. Rausgehen. Wobei sich das gerade eigentlich anhörte, als würden wir nicht rausgehen wollen. Gibt es eine Funktionalität in diesem Auto? Best to be prepared for anything. Nervig.
Stunden, 20 Uhr rausgehen. Von der Musik. Das hat sogar viel interessant wäre, zu sehen, beziehungsweise nicht, was heute hier interessant aussieht. Das ist so eher. Von innen rein. Kann reingucken. Das sieht interessant aus. Ach, oder auch nicht. Dann laufen wir mal dort hin. Vielleicht können wir angeln. Wenn wir jetzt auf die Wölfe. Schauen wir mal, was hier drin so gibt. Probably useful. Natürlich ein bisschen Holz. Genug Holz. Ich habe noch einmal Holz mitgenommen. Es war nicht so kalt draußen, so viel 2 Grad. Aber es wird wahrscheinlich kälter in der Nacht. Ich wollte ja etwas Holz sammeln gehen. Jetzt gesammelt. Na gut, ich das jetzt mal rein. So, jetzt aber. Handbeschleuniger nehmen wir. Geht einfach schneller. Jetzt schon 88 Minuten. Das ist doch ein Witz. Nur 6 Stunden lang. Ohne dabei zu erfrieren. Nehmen wir. Überlass. 5,1 Kilo. Nehmen wir. Was für Fische hier rum. Wie groß das die Angeleine heißt.
voll unlogisch. Diese Aufschwere Fische hier. Sehr gute Größe. Ja, mal ein bisschen Holz sammeln. Hey, Nachbarnahrung. Auto ist der Grund, warum ich in der Nacht draußen sein wollte. Ich habe nicht rausgefunden, dass es ein paar Perspektiven gibt. Einer davon ist Nachbarnahrung. Wenn man eine ganze Nacht draußen war. Und es ist etwas kalt. Es gibt minus 14 Grad. Nach draußen. Jetzt nicht danach aus, als würde ich draußen sein wollen. Ich bin richtig gut vorbereitet draufgegangen. Ich fällt mir gerade ein, wir könnten noch ein bisschen Schnee schmelzen. Damit kann man sogar ziemlich lange überleben, muss ich sagen.
wir uns Stücke holen. Das die wir wollen. Und wir können uns Wasser holen, das die wir wollen. Und damit haben wir alles, was wir brauchen. Holz können wir auch holen, wie wir wollen. Wenn wir draußen sind, so wie es aussah. Richtig schön Fisch essen. So, lässt es sich leben. Ein bisschen verbrannt. Außerdem sieht es immer noch nicht so aus, als wenn es rausgehen sollte. Nicht umpacken. Mal loslaufen. Halt lange. Und. Ja, 3 Stunden. Halt lange. Nicht ganz so verschwenden. Wenn wir das brauchen. Und dann können wir hier sogar ziemlich lange draußen überleben. Wenn wir ein anderes Set sollten wir noch dabei haben. Genau hier. Einfach nicht reparieren zu können. Genau wie das Stoffeisen. Das gleich was mit dem Körper war. Okay, das andere Zeug, was wir dabei haben, reicht nicht ganz so lange, wie ich mir das vielleicht erhofft hatte. Ich weiß nicht, ob das angezogen so lange durchhält. Ja, schön. Bleiben wir bei Garen. Und dann legen wir uns gleich noch schlafen und beenden damit die Nachtwanderung. Und gleich werden wir vorne einen Wolf angefallen. Ja, das schon. Irgendwas laufen. Aber das scheint sich nicht mehr so ein bisschen zu haben. Und ein bisschen Wasser mit. Etwas mehr. Hatten.
schlafen. Draußen ist die Hölle los. Die Unschrift gekommen ist. Oh. Warte jetzt mal 8 Stunden. Ja, machen wir 10 raus. Jo. Und sehen uns dann in der nächsten Folge. So. I think this might be the end. Nun gut. Das war eine sehr doofe Idee. Haben wir nicht auf das Feuer geachtet. Schade. Aber wir haben 10 Tage geschafft. Alles war einfach dumm. Ich habe das Feuer nicht mehr im Auge behalten. Nun gut, dann, ich hoffe, euch hat diese etwas längere Folge gefallen. In der nächsten Folge haben wir eine neue Sandbox, weil die Story ja noch nicht verfügbar ist. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Das ist